Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir auf Route 5 und da geht's weiter Richtung nächster großer Stadt, Richtung nächster Arena-Orden, Richtung nächster Rivalenkampf. So sieht's aus. Du hast also Lust auf einen Kampf. Und jetzt, wo wir bei den Pflanzenorden haben, sind wir kein Anfänger mehr. Also, ich bin kein Anfänger mehr, aber du, Hob, ich weiß ja nicht. Da wird es höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Aha. Solange es nur ein Gang ist. So, Hob fordert dich heraus. Hob, setzt du Woody ein. Naja, so viel dazu zum Eingang hochschalten. Hat immer noch drei Pokémon. Dann zeig uns doch mal, was du mit deinem Ohren verdient hast. Ja, reden. Sprache. Effektiv. Ja, Nidorino ist effektiv auf ein Woody. Ja. Tackle. Ihm würde nicht sehr viel helfen. Ich bin schon angekratzt von den Kämpfen vorher, aber ja, was soll's. Den Hob, den kriegen wir auch im angekratzten Zustand besiegt. Da brauchen wir kein vollständig aufgeladenes Team, da brauchen wir kein Spitzenteam. Das ist also, den kriegen wir mit links und 40 Grad Fieber besiegt. Und so sieht's aus. Was? Ein Heil-Item gibt's doch nicht. Ja, kriegen wir trotzdem hin. Easy peasy. Gleich wieder aufgeholt und gleich besiegt. So muss das doch. So. Oh, mein Team ist sogar relativ feile. Ich hätte gedacht, dass das angeschlagener wäre. Weiterkämpfen. Ein Chimsticks. Aha. Das ist doch das Starter-Pokémon, das ganzen Starter. Bloß in seiner zweiten Weiterentwicklung. Also in seiner ersten Weiterentwicklung. In der zweiten Entwicklung. Jetzt geben wir alles. Hier kommt wilde Wucher an der Pflanzenkraft. Rasierblatt. Okay. Na, dich kriegen wir alle. Nitroladung. Das muss doch was bringen. Feuer gegen Pflanze. Das muss doch effektiv sein. Kanon. Okay, die Attacke kann also auch. Bringt bloß nichts gegen Rufus. Weiterhin Nitro-Ladung. Das ist hier das Effektivste. Wir sehen seinen Pflanzenstarter. Den Pflanze. So. Kreideschrei. Kann er nicht einsetzen. So, nochmal Nitro-Ladung. Dann hat sich's. Chimsticks besiegt. Ja, da war's. In dein Pokémon geschehen. So, neues Level für Rufus. Kranowitz. Aha, das habe ich doch auch. So ein Ding habe ich auch. Das ist Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Kranowitz. Können wir gleich Kranowitz einsetzen? Da haben wir Kranowitz gehen, wir sitzen Kranowitz. Nitro-Ladung. Ja, das wird es auch bringen. Nitro-Ladung ist hier immer effektiv. Bei seinen Pokémon. Obwohl Nitro-Ladung, das Nitro-Ladung, was ich gerade eingesetzt habe, war nicht so effektiv. Ah, Antikkraft ist es aber. Na komm. Mach es fertig. Mit einem Schlag. Hervorragend. Das haben wir mit einem Pokémon besiegt. Wir haben ein angeschlagenes Pokémon gehabt, also ein schon zur Hälfte angekratztes Pokémon und haben mit dem einen Pokémon den Rivalen besiegt. Ja, war ja super schwer. Wie kannst du stärker sein als ich? Ich habe doch einen Pflanzenorden, genauso wie du. Aber ich habe deine drei Pokémon mit meinem einen Pokémon besiegt. Das ist jetzt... Ja gut. Ist entweder ein Zeichen für meine Stärke oder ein Zeichen für deine Schwäche. Ich glaube eher für deine Schwäche, aber... Ja gut. Kann man ja so und so sehen. Du wirst immer besser, Zwergenfürst. Aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Ich will so werden wie mein großer Bruder. Ich will mal Champ werden. Du hältst einen Beleber.
verstaust das Item in der Medizintasche. So, weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch bald da. Hier erstmal über die Brücke latschen. Die Brücke ist ein bisschen länger. Und ja, eine ganz große Brücke. Okay, was ist das für ein Pokémon? Ist doch die Weiterentwicklung von Ninilein. Jo, da wird, so wird doch Ninilein auch mal aussehen, oder? Ich erwische mich da komplett. Das ist doch die Weiterentwicklung. Ja, das kriegen wir auch noch besiegt. Gesang. Oh wei, verfehlt. Nitro-Ladung. Zack. Hervorragend. Noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln hier auf der Route. Auf der Brücke. Felsruf. Na komm, lass es was bringen. Es bringt was. Nur dreimal getroffen. Ach. Gesang hat Rufus verfehlt. Katapult. Ein Wurf ist in die Luft. In die Höhe. Na, fast besiegt. Was war denn das? Da komme ich doch nicht mal ins Zittern. Gesang verfehlt. Sehr gut. Kannst halt so einen Waggon nicht einfach einschläfern. So, Kotomi besiegt. Sehr gut. Ja, Erfahrungspunkte. Level 23 für Rufus. Ich glaube, wir müssen das Team mal ein bisschen umpacken. So. Ach, das ist ja schon richtig. Umgepackt. 17, 18, 18, 19, 23, 22. Ja, Mordi muss mal wieder ein bisschen weiter hoch. Die anderen sind nur besiegt. So sieht's aus. Mein Team ist ziemlich angeschlagen. Prachtfeder. Okay, dann wollen wir wieder wohin genau. Ich würde vielleicht gerne mein Team heilen, wenn du nichts dagegen hast, Trainer. Ich meine, ich kann auch noch mit meinen letzten zwei überlebenden Pokémon weiterkämpfen. Das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Aber ich würde gerne alle meine Pokémon einsetzen. Die müssen auch mal trainiert werden. Muss noch mal ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Vor allem die Level 17 und Level 18. Ja. Wäre mal nicht grundverkehrt. So, Trank. Reicht fast für Takiru. So. Hier meine Tränke verbrauchen. Boah, demnächst Supertränke. Das hat keine Wirkung. Rufus braucht gleich Zweier. Drei braucht er. Jo. Alle schön wiederbeleben. Wie es sich gehört. Da verplempern wir auch mal ein paar Tränke. Hervorragend. Und weiter geht's. Nächste Trainerin. Konzentriere dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Naja, das ist eine Ansicht. Die teile ich nicht. Pokémon-Züchterin Rebecca setzt Kikugi ein. Los, Takiru, du schaffst das. Naja, gut. Level 17 gegen Level 18. Okay, das könnte wirklich klappen. Na komm, streng dich an Takiru. Für ihren Erfahrungspunkte. Mein kleines Takiru-Baby. Blattwerk. Okay. Na denn. Dreschpflege. Verdresche es. Mit deiner Windel oder mit deiner Rassel. Wahrscheinlich am ehesten. Mit der Rassel. Das wäre cool, wenn das eine Rassel in der Hand hätte. Das wäre nochmal ein cooles Update. Das Ding einfach mit einer Rassel in der Hand. Dreschpflege. Dann drischt das ganze Kikugi dann. So sieht's aus. Nur eine kreative Idee von mir. Erfahrungspunkte. Flicknoide. Weiterkämpfen natürlich. Takiru kämpft weiter bis zum Schluss. Der Österreicher. Los, Säure. Na komm. Besiegt das Flicknoide. Lass dich nicht von ihm besiegen. Verdammt. Da war es unter Kiro geschehen. Ninilein. Nini, du bist dran. Du musst dich mal entwickeln. Wir haben gerade schon deine Weiterentwicklung gesehen. Haben wir schon gespoilert bekommen. Ja, haben wir eigentlich schon beim... Sag schon, beim... nicht Team Yell, sondern beim... Wie hieß der? Arenaleiter der letzten...
der letzten Arena, der ersten Arena, der letzten, die wir bestanden haben. Skiblatt hat es, glaube ich, beim ersten Mal auch noch nicht so viel gebracht. Ja gut. Dann einfach mal wechseln. Blacky, du bist dran. So, los Blacky. Das Standard hat dann eine, besiege das Fleck neue. Pflücker. Jo, die neue Attacke. Der Sieger ist. Konfusion. Halte durch, Blacky, halte durch, halte durch, halte durch. So. Sehr gut. Und weiter. Noch einmal Pflücker. Dann haben wir's. Oder er setzt den Trank ein. Sie setzt den Trank ein. Na, das hilft nicht ganz. Das kriegen wir hin. Na komm. Oh, knapp. Noch einmal. Na komm. Sei nicht so verwirrt. Schadet sich selbst. Konfusion. Oh, wei. Halte durch. Oh, das wird knapp. Na komm, das wird knapp. Halt durch. Blacky, ach, was machst du denn? Was machst du denn? Hat sich selbst besiegt. Vor Verwirrung hat sich selbst besiegt. Ja, Konfusion ist schief geschlagen. Fehlgeschlagen. Lel. So. Na dann, weiter. Du bist dran. Standpauke. Halt ihm eine Standpauke. Man kann ja nur Blacky besiegen. So, Bär siegt mit einer letzten großen Standpauke. So. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Kunst 1824 Pokémon-Dollar. Gehst dich gleich aus dem Kampf gegen die Pokémon-Züchterin auf Route von Fairfall. Und ein kleines Item. X-Spezialangriff. Okay. Ja, weg mit euch, legendäre Pokémon, sage ich schon. Mit euch, wilden Pokémon. Ist doch schon Kielton. Es ist schon Kielton. Na, hervorragend. Da können wir unser Pokémon-Team mal endlich heilen. Die Wasserarena, da ist sie. Da wollen wir gleich hin. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Jo, ist dringend notwendig. Levels haben sie unterwegs nicht so sehr bekommen, aber das wird schon noch spätestens bei der Arena-Herausforderung, die wir ja alle schon kennen. Ja. Da spoilere ich eigentlich nichts. Aber gut. Können wir hier noch ein bisschen was einkaufen? Ich verrate euch trotzdem noch nicht, was drin ist in der Arena. Ihr werdet dann gleich sehen. Und einigen wird es sehr bekannt vorkommen. Einige werden sich wie zu Hause fühlen. Ja. So. 10 Supertanker. So muss das. Zwei müssen reichen. Ich will noch ein bisschen Geld aufheben für die Klamottennaden. Für die Klamottennaden. Nee, das ist nicht wert. Doppelleber 2000. Ja, haben wir nicht was Wertvolleres. Okay, die Plateauschuhe, die sind 2000 wert. Der Riesenpilz ist was wert. Den kann man verkaufen. Prachtfeder ist quasi nichts wert. Aber gut. Sternstück 6000. Okay, das Sternstück hätten wir vielleicht behalten sollen, aber gut. Ist jetzt nichts Wesentliches. Aha, okay. Großartige Nuggets und so weiter haben wir noch nicht bekommen.
Das ist der Namensbewert oder was? Ich bin Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf sein? Einen Namen bewerten? Na, wen haben wir denn da? Takiro, Nie, Blackie, Randall, Mordev, Rufus. Ja, die passen, die Spitznamen bisher. Voldi. Rex, ja, das, den können wir umbenennen. Ja, was soll's. Nicht nötig. So, nur mal schnell. Das Team gehält. Oh, wen haben wir denn da? Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleibst du noch ein bisschen? Ich gehe gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Wechseln Sie. Warum vertreibst du mal meine Fans? Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so streng zu meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Holmes, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Jesus ist mein Name, Herr Präsident. Das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten des diesjährigen Arena Challenges. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht heute in Ihre kostbare Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Oh, wenn das mal nicht zweckenlos ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Delion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst dich als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was erhältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Spring dich schon an, ja. Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Aha. Eine präsidentische Einladung. So sieht's aus. Und das ist hier das Restaurant, oder was? Hast du nicht gehört, was Präsident Rhodes gesagt hat? Hol dir sofort den Wasserorden. Mach ich ja schon. Präsident Rhodes, ein Autogramm bitte. Ich bin der größte Fan. Alles klar, die Fans. Die lauern ihm da schon auf. Oh, was haben wir denn hier? Ein Markt. Einen großen Wochenmarkt. Hast du zufällig ein Pico-Chino? Und tauschte das gegen mein Wurmball? Nee, hab ich nicht. Was denn? Keine Lust? Nee, ich hab bloß keins. Wenn du dich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird dir einer schon ein Klacks. Shoppen zu gehen bedeutet im Grunde, sich der Unentschlossenheit hinzugeben. Das stimmt. Okay, was gibt's hier zu kaufen? Hallo, bei mir kannst du Naturheilmittel erstehen. Ich mache dir einen ganz besonders günstigen Preis. Hier, Globuli für 2,50. Das ist nochmal spottbillige Globuli.
Ja, ich komme vielleicht später nochmal wieder. Obwohl Vitalkraut, das ist wirklich was wert. Das ist gut, da können wir uns ein bisschen was von mitnehmen. Oh, 11.000. Nein, danke. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Aber später vielleicht, wenn wir Geld haben. Ich verkaufe verschiedene Sorten von duftendem Rauch. Möchtest du mir welche abkaufen? Das ist doch hier. Ist doch nicht wahr. Ist doch hier so ein Klemperladen. Ja, Wochenmarkt halt. Esoterik-Scheiß und sonst was. Das ist ein Plattenladen, in dem sich vielleicht das ein oder andere Schätzchen finden lässt. Ja. Ja, gut. Nichts besonders Wertvolles. So, wir gucken hier mal am Strand nach. Oh, was haben wir denn hier? Kupfer! Ein Kupferhand. Die Kanamine 2 ist der perfekte Ort, um knallharte Pokémon zu finden. Aha, okay. Da werden wir noch nicht durchgehen lassen. Ole, 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 ole. Wir machen hier alles dicht, um die Arena-Challenge zu sabotieren. Genau. Tim Yell macht dicht. So sieht's aus. Aha, und hier geht's runter an den Steg. Ein bisschen Schiff fahren. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Können wir nicht mitfahren. Muschelglocke gibt's dafür. Schade. Mit dem Kutter ein bisschen übers Meer und das Wasser dampfen. Genau, dampfen. So. Na, dann wollen wir mal langsam Richtung Arena aufbrechen. Oh, hier ist noch ein Haus. Ja. Brechen wir erstmal in die Häuser rein und betreiben Hausfriedensbruch. Ich habe auch eine Liga-Karte von Champ Delion. Schön für dich. Und wir kriegen wahrscheinlich die Liga-Karte vom Präsidenten, wenn wir hier die Arena-Challenge bestehen. Diese Herausforderung, diese Arena. Okay, wer bist du? Wer sind Sie? Ich weiß noch, als Professor Magnolika zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zum Dynamax-Phänomen veröffentlicht hat. Die ganze Galar-Region war im Aufruhr. Na denn, in die Reihenhäuser rein. Schön alles erkunden. Rüthrat ist zusammengebissen, aber ich muss mein Angel trotzdem in Schuss halten. Wenn er sie von Sauerkeit strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel lieber an. Nur ich bin nicht heute. Alles klar. Ursi. Putzige Pokémon. Aha, Kinder allein zu Hause oder was? Wenn ein böser vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Aha. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Aha, dieses Pokémon hier. Flausch. Alles klar. Ihr seid bestens behütet. Ich sehe schon. Oh, ein Item. Hyperheiler. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Noch ein Haus. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die See launisch ist und ein Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Ja, wie ein Trainer im Kampf. Man darf nicht so viele Pokémon auf dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Recht hat er. Ist gar nicht mal ein Witz. Ist tatsächlich so. Das Problem von Überfischung gibt es tatsächlich. Ich erwarte Großes von dir. Das sag ich zwar zu jedem, aber ich meine das auch so. Du wendest dich mir nicht mal zu, stehst mit dem Rücken zu mir gewandt und sagst mir, du erwartest Großes von mir. So, Typ. Um zu erkennen, ob ein Felino nur weiblich oder männlich ist, muss man es schon ganz genau hinsehen. Männlich ist so nicht so einfach, was? Felino. Alles klar. Ein Felino-Fangirl. Okay, wen haben wir hier? Wenn die Arena leider zu schwach ist, steigt der in der Unterliga ab.
Okay. Lesen kann ich auch nicht mehr. Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker. Aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Immer doch. Essen in Restaurants ist auch nicht übel. So, jetzt haben wir hier einen Bahnhof. Und wohin geht's hier? Wohin fährt der Zug? Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was willst du tun? Uff, ja, nein, danke. Gib dem Pokémon-Center schnell ein. So. Wohin möchtest du mit dem Zug fahren? Brassbury Bahnhof, Naturzonenbahnhof, Engine City Bahnhof. Ah, okay, hier kann man zurückreisen. Wenn man denn möchte. Aber ich bleibe hier erstmal in Kielten. Hier habe ich was vor. Mich die Arena Challenge bestehen. Das ist jetzt hier erstmal meine Mission. So, mein Team habe ich aufgeladen. Jo, im Pokémon Center. Na dann, gehen wir mal langsam dahin. Zur Pokémon Arena. Erinnere mich bloß nicht an die Arena Challenge. Ich bin kläglich am Wasserhorn gescheitert. Hm, ja. Mein Starterbohren ist vom Typ Feuer. Also, ja, wird vielleicht schon ein bisschen komplizierter als das Pflanzen-Arena-Dingens. Aber es ist der zweite Ohren, da werden wir ja wohl nicht dran scheitern. Da ist eine riesige Insel. Deshalb sind Leuchttürme, die den Schiffen ihren Weg zeigen, auch unheimlich wichtig. Das war schon immer so. Das war schon immer so und wird sich auch nie ändern. Hier bleibt alles so, wie es ist. Und nicht anders. Hier könnte man angeln gehen. Ein paar Wasser-Pokémon fangen. Netzball. Lieber, angeln wir mal ein bisschen. Na? Na? Kommt da was? Oh. Ein wildes Heslon. Oh nein. Ein Heslon erscheint. Los, der Kiro. Flieh. Flucht gescheitert. Was? Nein. Mein Team soll doch heil bleiben für die Arena. Flucht gescheitert. Kopfnuss. Nein. Muss gleich nochmal aus dem Pokémon Center rennen. Naja, sagt Kiro, ist jetzt nicht wirklich. Das ist nicht wirklich der Stärkste. Nienlein ist unsere Chance. Unser ganzen Pokémon. Level 18. Sehr gut. Können wir gleich mal Test aufs Exempel machen. Rasierplatz verfehlt. Ja gut. Fried gehen daran. Schauen wir mal, was aus der Arena wird. Zu schnell eingezogen. Jo. Ein bisschen warten. Ganz ruhig. Huh. Ein wildes. Aha. Barschuft. Joa. Nicht schlecht. Kopfkratz. Flucht. Flieht die Inneren. Haut ab. Flucht gescheitert. Oha. Dreschschläge. Nein. Hau ab, Nini, nein. Mach die Biege. Bist entkommen. Okay, alles klar. Haben wir hier ein bisschen geangelt. Ab zum nächsten Pokémon Center. Oh, Leuchtturm. Na, da können wir noch nicht hoch. Oha, wen haben wir denn da? Du bist ein Arena-Challenger. Stimmt's? Woher wusstest du das? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Deion höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Du hast die Liga-Karte von Kate. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Na, da bin ich ja gespannt, was der Kampf mit dir bringen wird. Arena-Leiterin Kate. Ich renne nochmal schnell zum Pokémon-Center und heile mein Pokémon-Team, damit es sich im Kampf beweisen kann.
Und dann geht's im nächsten Part ab in die dort zu sehende Arena gegen Kate und ihre Arena-Herausforderung. So sieht's aus. Ich hoffe, mein Team ist nicht zu schwach, nicht allzu schwach. Das ist die Arena-Challenge und den Arena-Kampf irgendwie aushalten kann. Wir werden sehen. Wenn nicht, wird's ein klassischer Frust 2. Versuchen wir es nochmal und nochmal und nochmal, bis wir es schaffen. Ja, hoffen wir mal das Beste. Na, ich sag schon mal Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Sollte euch dieser Part von Pokémon Schwarz im Zangfest gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja nicht den nächsten Part hier im Kielten Stadion verpassen wollt. Habt noch eine angenehme frostige Zeit. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.